Der Frieden kleidet sich in den Farben der Religionen. In der Hauptstadt von Sri Lanka, Colombo, traf Papst Franziskus bei einem interreligiösen Treffen auf Vertreter des Buddhismus, Hinduismus, Islam und dem Christentum. Das Zusammenleben dieser Religionen gehört in Sri Lanka zum alltäglichen Leben. Gemeinsam haben die Religionsvertreter bei diesem Treffen ein Zeichen gesetzt und eine Botschaft von Frieden und Versöhnung formuliert. Trotz der schmerzenden Vergangenheit des Landes und der offenen Wunden des Bürgerkrieges blickt das asiatische Land heute auf eine neue Zukunft mit Achtsamkeit. Denn für das Wohl eines Landes darf man nicht erlauben, dass Religionen im Namen der Gewalt und des Krieges missbraucht werden. These great religious traditions